So, herzlich willkommen zu diesem jetzt etwas längeren Interview. Neben mir sitzt Martin Frost, aka The One. Das war dein Name im Darknet. Du hast selber den zweitgrößten Drogenmarktplatz dort mit aufgebaut. 7 Jahre Gefängnis verurteilt worden. Ich bin froh, dass du heute noch hier bist. Und ich meine das auch wirklich so. Also deine Zeit ist sehr kostbar. Gerade auch die Zeit, sag ich mal, wo du jetzt noch draußen bist. Deshalb freue ich mich, dass du echt so dir eigentlich den ganzen Tag dafür Zeit genommen hast. Ist auch nicht selbstverständlich. Und ja, dich auch ein paar Fragen aus der Community heute stellst. Ja. Das Erste, was mich jetzt so interessiert ist, weil ich selber muss ehrlich sagen, ich finde dieses ganze Thema Darknet super faszinierend. Ich finde auch diese ganze Szene, sage ich mal, Fraud, Phishing und so weiter, super spannend. Ja, in meinem Buch beispielsweise spreche ich auch darüber, dass wir damals das Abi gehackt haben, ne, dass wir Trojaner auf den Rechnern unserer Lehrer hatten, um die Klausuren zu bekommen. Aber vielleicht kannst du uns einmal so abholen, wie kam das alles dazu? Also wann hast du das erste Mal Kontakt damit gehabt und wie ist so dieser Sprung passiert von, ich finde das spannend zu, ich baue mir ein Business auf? Ja, also ich habe ja relativ früh schon in diese Szene, eigentlich in die Fraud-Szene eher, ne? Hacking, Phishing und so weiter, Kontakte gehabt. Das hat so mit 15 angefangen. Ne? Wow. Und es ist, glaube ich, für Jugendliche in dem Alter, so war es bei mir, einfach so faszinierend. Ne? So die Foren sind dunkel, es gibt verschiedene User-Level, du kannst aufsteigen. Es gibt auch irgendwie so eine Art von Hierarchie. Ne? Wenn du in ein anderes Level kommst, ist dein Username blau. Zum Beispiel VIPs, ist heute noch so in der Szene. Das hat mich mega fasziniert und ich habe dann lange Jahre nur mitgelesen. Tutorials waren so mein Ding, gibt überall Tutorial-Sections. Und ich fand es schon krass, gerade damals war es auch noch ein bisschen anders, wie einfach sich große Unternehmen so die Hosen ausziehen lassen, ne? Von Kids im Endeffekt. Von Hackern dann, oder? Ja. Irgendwann fängst du an, lokal auf deinem Webserver Phishing-Skripte zu machen, ne? Sowas in der Richtung. Und dann buddelst du natürlich tiefer, das funktioniert dann gut und dann lernst du Leute kennen, du unterhältst dich in Chabber. Dann in Chabber? Chabber, das ist so ein Chat-Client. Okay. Weiß nicht, kennst du MSM, ja, ICQ, sowas in der Richtung? ICQ, IM habe ich noch mitgemacht. Ja. Und dann Chabber ging so dann da weiter, oder was? Genau, also Chabber ist eigentlich so heute auch noch das Kommunikationsmittel der Szene. Ist es nicht Telegram? Nee, Telegram ist eher so Mainstream. Also tatsächlich in der Szene wird über Chabber geschrieben. Chabber mit OTR, das ist ein Plugin, off the record, verschlüsselt alles. Und das war so, da hat man kommuniziert. Und da habe ich dann auch meine späteren Mittäter kennengelernt. Und irgendwann, wenn du tiefer drin bist, dann setzt du deine eigene Hemmschwelle so ein bisschen niedriger. Also das heißt, du siehst es nicht als schlimm, wenn Leute die Kreditkarten weggenommen werden, wenn irgendwie mit Zahlungsmitteln von fremden Leuten gezahlt wird, sowas. Ne? Bei mir war es so, es hat sich angefühlt wie ein Spiel. Ja, wie so ein Game. Und so ist auch die Szene. Ne? Da gab es damals sogar Teamspeak-Server und so. Und die Leute, die facen Webseiten, das heißt, die hacken Webseiten und brüsten sich dann gegenseitig und so. Und das hat halt diesen Spielcharakter auch, weil du keine Opfer siehst. Ich sitze am Rechner, habe eine... Du hast kein Gesicht dazu, du hast kein Gesicht, was verloren hat und so. Und ich glaube, das fällt auch Menschen in dem Alter schwer, weil das ja, du musst ja abstrakt denken können, ne, dass es da Opfer gibt. Und das hast du nicht in der Zeit. Das Ding ist halt, wo du es jetzt so gerade sagst, finde ich super spannend, weil beispielsweise ich habe ja viele, viele Jahre so World of Warcraft gesuchtet und so. Und da brauchte man ja immer diese Karten, um Spielguthaben aufzuladen. Und irgendwann war einer in meiner Gilde, Henry hieß der, glaube ich, der hat dann so gesagt, ja, ich kann euch dieses Spielguthaben anstatt für 12 Euro für irgendwie 7 Euro besorgen. Ja. Und das war das erste Mal, wo ich so dachte, hä, aber wie denn so? Hä, du kaufst das doch für 12 Euro, warum für 7? Also brauchst du deine Spielzeit nicht mehr. Nee, ich habe da so eine Methode und dann habe ich da auch mal so ein bisschen nachgehakt. Das wurde mit geklauten Kreditkarten gekauft. Ja. Genau, so Paysafe-Karten, genau. Spielguthaben und so weiter. Und für mich war das damals so, also ich konnte dem das nicht abkaufen, weil ich mir so dachte, jo, wenn ich das kaufe, ich glaub, so, dann klicken meine Handschellen. Also ich habe das schon als so illegal irgendwie so empfunden. Ich dachte, boah, ey, Henry. Und irgendwie wollte ich seitdem dann damals auch so als Kind nicht so was mit dem zu tun haben, weil ich immer so Angst hatte, dass der irgendwie mich vielleicht auch irgendwie ausraubt oder von meinen Eltern die Kreditkarte oder irgendwie sowas. Aber ich kann das nachvollziehen, dass, also man ist auf jeden Fall eine Faszination, diese ganze Geschichte. Ja. Und siehst du, ich hatte das eben nicht irgendwie. Mhm. Also ich hatte da auch nicht dieses Unrechtsbewusstsein so. Mhm. Das hat mich... Ich weiß nicht, man tut es vielleicht auch irgendwie so in der Ecke, aber so ist bei vielen auch, ich gehe ja jetzt auch an Schulen und ich habe ja immer noch Kontakt in die Szene zu jungen Leuten, so das Mindset ist dasselbe, das ich damals hatte bei der Zielgruppe, bei den Leuten. Ja. Also klar, ich muss dazu sagen, ey, ich war auch so ein übervorsichtiger Typ, ne? Computer-Nerd, so behutsam irgendwie, Einzelkind, so meine Eltern geben mir die Karte, hier Torm, kannst du denn ein Spielguthaben kaufen? Ich war schon so ein typischer Allmann so als Kind, ne? Und dann so dieses, meine Eltern haben mir immer eingebläut so, Torm, weh, du gibst unsere Kreditkarte irgendwo im Internet an, so, ne? Meine Eltern
Eltern waren so sehr schwarz-weiß, so Internet ist böse, ja. Ne, Kreditkarte nach dem Motto ist weg. Und dann höre ich von diesem Typen, diesem Henry mit 15, 16 und dachte so, wow, das ist wirklich so. Ja. So, meine Eltern haben recht gehabt, ne? So, da wird dir das Geld genommen. Okay, das heißt, in der Szene warst du auch schon drin, aber nie Probleme gehabt. Also, nee, auch wirklich eher passiv ja. als aktiv. Mich hat aber immer so die Technik interessiert. Ne? Mhm. Es gibt, gerade wenn du WoW ansprichst, damals hast du dann irgendwie auf Private-Servern gespielt. Hast du es mal gespielt? Ja, ja. Was warst du Horde? Ja. Warte, du warst Tauren-Krieger-Horde. Nein, Mann, guck, ich war so typischer Nachtelf-Ali. Schurke? Ja, klar. Was sonst? Okay, gut. So mit Level 19 PvP. Ah ja, okay. So, ja, da habe ich dann schon auf Private-Servern irgendwann gespielt. Dann habe ich zum Beispiel, weiß ich, mich einfach interessiert hat, mein Vater, wir hatten damals eine Fritzbox. Als Router. Ja. Und da gibt es eine Kindersicherung. Mhm. Wenn wir Scheiße gebaut haben, hat der Kindersicherung gemacht. Das heißt, und im Endeffekt, diese Kindersicherung basiert auf MAC-Adressen. Mein Rechner hat eine MAC-Adresse, der klickt an, nee, der hat keinen Internetzugriff mehr und dann greift diese Kindersicherung. Was habe ich gemacht? Da war ich 15, 16 auch. Einen Network-Sniffer installiert, habe das Netzwerk gesnifft, habe geguckt, was für Geräte verbinden sich zum Router. Und dann habe ich das BlackBerry gefunden von meinem Vater. Und dann habe ich einfach diese MAC-ID gespooft und dann konnte ich ins Internet. Klar, ja, dann, die MAC-ID ne? gespooft. Genau. Ja. Also klar, also wer die, von euch hat es nicht gemacht? MAC-IDs gespooft? Genau, also ich habe dann quasi mich als Handy ausgegeben von meinem Vater, von das BlackBerry. Und solche Sachen haben mich einfach fasziniert immer. Und da war die Szene für mich halt damals so ein idealer Anlaufpunkt, muss ich sagen. Mhm. Weil sich natürlich mit solchen Sachen wurde sich beschäftigt einfach. Ne? Okay, okay, aber nur so zum Verständnis. Also das kann ich voll nachvollziehen. Ja, könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Also ich kenne das damals, ich war auch in so einem Forum, so Bula Bula Board oder irgendwie sowas. So Hackerforum, das war immer so grün-schwarz, alles sah aus wie Matrix. Genau. Und du hattest so das Gefühl, du machst gerade was Illegales, aber irgendwie gibt es einen da gerade auch so einen Kick, ne? Ja. Aber wie kommt man dann so von dem dorthin, dass man sagt, ey, lass uns mal irgendwie einen riesigen Marktplatz aufbauen? Also ist man echt zusammen in Teamspeak, redet mit den Leuten und sagt, ey, wollen wir nicht selber mal was verticken? Oder? Also das Lustige ist, wir haben ja nie über Teamspeak geredet. Wir haben vorher, mein Mithäter und ich, Nur gechattet. Wir haben uns nicht gesehen, wir haben nie die Stimmen gehört, nichts. Wir hatten aber schon länger Kontakt. Irgendwann sind wir dann auch auf diese Darknet-Marktplätze gestoßen, ne? So Alphabay damals, Dream Market, Hansa Market und so weiter. Und wir haben am Anfang gedacht, krass, ey, was, das ist ja schon eine krasse Leistung irgendwie. Ne? So haben wir gedacht. Dann haben wir gesagt, komm, wir entwickeln auch sowas. Aber es ging am Anfang gar nicht um Kohle. Es ging darum, wir wollten es besser machen. Wir haben dann gleich angefangen, ein anderes Treuhandsystem zu machen, das besser ist. Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen andere Coins haben. Ne? Und dann haben wir ein Jahr entwickelt, sind dann auch online gegangen. Hat aber auch kein Schwein interessiert, ne? Aber konnte man einfach online gehen? Also gibt's da gar nicht so, du musst dich da irgendwie, ja gut, klar, du musst dich natürlich nicht jetzt irgendwie anmelden und in eine Reihe stellen oder so. Also du kannst einfach online gehen und wenn sozusagen das Angebot da ist, werdet ihr gefunden. Weil ich zum Beispiel war jetzt, ich glaube wirklich das erste Mal im Darknet so richtig unterwegs. Ich hatte schon mal den Tor-Browser drauf, aber hab dann auch nichts machen können, weil wenn du jetzt nicht die richtigen Seiten kennst, dann kommst du eh nirgends hin. Ja. Aber wie wird man denn da gefunden? Oder ja, ich meine, die Domains sind Zahlen, Buchstaben, .onion. Genau, die Domains, die erstellst du dir selber auf deinem Server. Ja. Ist nicht so wie jetzt im Clearnet, dass du eine registrieren musst. Und es ist echt ein bisschen anders. Also da ist ja nicht so, dass Google hast und ein Bot indexiert irgendwie alle Seiten und du kannst da suchen, sondern du musst schon die Onions, die Domains wissen. Mhm. Und es gab aber damals und auch heute noch, du machst dann in den Foren Werbung, ne, wo die Community ist. Das ist auch erlaubt so. Da. Ja, es war sogar damals, zu der Zeit war es so, dass auf Reddit gab es ein Subreddit namens Darknet Market. Und Reddit kennen wir ja alle. Klar. Und die hatten eine Market-Superliste mit den Links zu, das war eine riesen Community, die wurde dann irgendwann auch gesperrt. Hm. Und da hat man natürlich dann Werbung gemacht und so. Hat aber am Anfang keinen interessiert, weil ich sag immer so, eBay und Amazon gab es schon. Es gab schon zwei große Platzhirsche. Und wir haben auch die ersten Jahre eigentlich kein Geld verdient, wenn du das in Relation zur Arbeit setzt. Ja. Aber wie fängt das an? Also okay, das verstehe ich. Ihr macht den Marktplatz, auch du bist ein bisschen im Game, könnt ein bisschen programmieren, könnt Sachen aufsetzen. Ihr spreadet das in dem Forum. Woher kommen die Verkäufer? Also ihr selber habt ja keine Ware gehabt. Ne? Du hast nie jetzt irgendwie Kokain verpackt und verschickt oder so. Nee. Also wir haben eigentlich den technischen Rahmen geschaffen. Ne? Mhm. Und es ist natürlich so, dass Käufer und Verkäufer, vor allem die Verkäufer, sind natürlich interessiert, auch ihr Risiko zu minimieren. Und natürlich wollen die Profit. Wie machst du am meisten Profit? Ich nehme den Marktplatz auch noch mit. Kann ja nicht schaden. Ach so, stell mich überall rein sozusagen. Genau, genau. Mhm. Aber und dann, die Gefahr ist ja schon auch, dass das Geld nicht an die Leute kommt. Richtig. Kommen wir später vielleicht auch nochmal zu. Da kommen wir nochmal dazu. Berechtigte Gefahr in dem Fall. Das ist natürlich, das ist immer im Darknet eine Riesengefahr bei den Marktplätzen als Käufer und Verkäufer, dass du natürlich dein Geld nicht kriegst, dass es Scam ist. Mhm. Deswegen dauert es auch lange, bis du, da wird natürlich auch, ist Reputation natürlich alles. Ne? Bei uns hat es ja auch ein paar Jahre gedauert, bis dann wirklich was lief, sage ich mal. Aber wir haben natürlich mit unserem Marktplatz ein bisschen was
anderes gemacht, auch was das Treuhand angeht. Mhm. Normaler Marktplatz damals, Dream Market, Alpha Bay, da hast du eine Deposit Wallet, das heißt, du hast ein Guthaben. Mhm. Du tust auf als User einzahlen, hast du dieses Guthaben, kannst einkaufen. Mhm. Bei uns war es ein bisschen anders. Wir haben für jeden Trade eine extra Wallet erstellt. Okay. Und haben dann gesagt, du musst so und so viel Bitcoins überweisen. Das heißt, der User hatte nie Guthaben auf unserer Hot Wallet. Okay. Und die war dann nie so prall gefüllt, dass man einen Exit machen würde im Normalfall. Okay. So, das war, sage ich mal, unser USP. Okay, ja, verstehe ich. Und alles über Kryptowährung, ne? Das läuft nur über Kryptowährung. Genau, ja. Alles sozusagen von Wallet zu Wallet. Ich meine, mittlerweile, du kannst ja auch einen Ether-Scan machen, du kannst ja auch Wallets irgendwie durchforsten und so. Ist das eine Sicherheitslücke? Ja, es ist halt immer, ne, gerade wenn wir über Bitcoin reden, wird dem ja oft so eine hohe Anonymität zugesagt. Mhm. Aber das ist nicht so. Ne? Du kennst das ja auch, Bitcoin, du guckst dir die Blockchain an, du siehst genau. Haben wir schon gemacht für Videos. Ne? Also genau. Wir haben dann auch so ein Scam-Video gemacht, von wo wir so einen Bot hochgenommen haben, haben auch geguckt, wie viel Geld wurde empfangen beispielsweise. Ja, ja. So, du siehst alles. Ne? Wenn du meine Wallet kennst, du weißt, wann sende ich was raus, wie viel ist reingekommen. So. Und deswegen hatten wir auch Monero integriert. Ist ein Anocoin. Der Mix quasi integriert und das ist nicht so nachvollziehbar. Bitcoin ist halt so der Mainstream-Coin, deswegen ist der auch immer in der Szene heute noch so das Main-Zahlungsmittel eigentlich. Und es gibt natürlich auch für Bitcoin Möglichkeiten, das zu anonymisieren. Mhm. Theoretisch Mixer, sowas in der Richtung. Ja. Aber die Behörden haben mittlerweile sehr gute Möglichkeiten, das auch nachzuvollziehen. Okay. Also Bitcoin-Tracking-Analyse funktioniert gut. Habe ich auch gemerkt, weil das ist nämlich mit ein Grund, warum wir verhaftet wurden auch. Also speziell auch, wie sie auf mich gekommen sind. Eine Sache interessiert mich jetzt noch vorher. Okay, also das soweit wirklich check, verstehe ich. Jetzt habt ihr angefangen, das aufzubauen. Ja. Das wurde größer und größer. Die Konkurrenzmärkte. Gibt es da sowas wie, hey, das ist Konkurrenz, die versuchen euch auszuschalten, ja, euch, ja, ja, zu hacken, vielleicht sogar, ja, herauszufinden, wer ihr seid auf persönlicher Ebene? Ja, also im Darknet ist natürlich, es gibt nicht diese Ehre unter Gangstern. Also auf Deutsch fickt da jeder jeden. Ne? Mhm. Du hast immer mal wieder Angriffe, also wir hatten auch immer mal wieder Lücken, die offen waren, wo wir dann sehen, hey, es gehen irgendwie Bitcoins weg und so, musst du dann schließen. Du hast DDoS-Attacken, ne? Das heißt, die probieren deine Webserver down zu halten. Sowas hast du schon. Das ist die ersten paar Jahre eigentlich für die Märkte aber uninteressant, weil wir waren nicht groß, das keine Umsätze gemacht, hat keinen gejuckt. Später ist es aber schon so, dass die Märkte sich schon untereinander, dann werden DDoSer beauftragt, Leute, die große Botnetze haben und so. Das spielt schon eine Rolle. Habt ihr auch sowas gemacht? Nee. Da können wir später so am Ende dazu, als Dream Market offline gegangen ist, das hat einen Grund. Dream Market ist die Nummer 1 gewesen? Also Dream Market war die Nummer 1 damals, ja. Und ihr, euer hieß Wall Street Market? Wall Street Market, ja. Und das war die Nummer 2 sozusagen? So hat's so... Wo findet man jetzt den von Shiny Flakes? Shiny Flakes ist ein bisschen anderes System. Shiny Flakes hatte einen Shop. Okay. Also er war ein einzelner Verkäufer. Er war ein Verkäufer in einem Marktplatz? Also er hat hauptsächlich auf Fraudforen verkauft und er hatte einen eigenen Shop. Okay, verstanden. Im Clearnet und im Darknet. Ach stimmt, der war ja sogar im Clearnet unterwegs. Genau. Ne? Also für die von euch, es gibt eine Netflix-Doku, ne? Shiny Flakes, ich habe mir die auch mal angeguckt, fand die sehr, sehr spannend, weil der Kollege Simon hier aus München mit dem unbedingt damals ein Interview machen wollte. Ja. Und genau, so bin ich da eigentlich überhaupt erst drauf gekommen und habe mich da auch so ein bisschen mehr mit, sag ich mal, auseinandergesetzt. Aber trotzdem dieser Werdegang, um dann so ein großer Marktplatz zu werden, viele Steine, oder nicht? Wie lange hat das gedauert alles? Also man kann wirklich sagen, dass wir richtig Geld gemacht haben, eigentlich das letzte Jahr. Mhm. Und das lag zum größten Teil daran, dass 2017 wurden Alpha Bay und Hansa Market offline genommen durch die Behörden. Mhm. Operation Bayonet hieß das damals. Dann rutschst du nach, ja, in diesen Listen. Die Alternativen fehlen, die User und die Verkäufer kommen zu dir. Damals war es aber so, dass wir das auch technisch gar nicht richtig handeln konnten, die vielen User. Wie viele Leute kommen da? Kann man so eine Zahl nennen? Wie viele Leute sind denn gleichzeitig an so einem Abend in einem Forum oder auf einem Marktplatz? Mehrere Tausend. Mehrere tausend Leute, ja, ja, die wirklich Bestellungen, ja, machen, ja, und so weiter. Also bei den Großen auf jeden Fall. Bei uns ist dann richtig losgegangen, als im Endeffekt Dream Market offline gegangen ist. Und dann ist ein paar Monate später auch schon, wurden wir auch verhaftet, weil die hatten uns schon lange auf dem Schirm, die Behörden. Ja. Aber was ist das für ein Feeling? Also deine Mittäter, ihr wart am Chatten. Habt ihr dann irgendwann auch mal gevoiced? Hat man die in WhatsApp? Trifft nein, man die? Nein, nein, nein. Also das ist in der Szene ungeschriebenes Gesetz. Es wird nicht nach dem Privatleben gefragt. Du kennst diese Menschen nicht? Nein. Ich habe meine Mittäter kennengelernt. Vor Gericht? Vor Gericht. Wirklich? Ja, ohne Scheiß. Und da guckt man sich in die Augen und sagt, yo, the one, was geht? Es ist mega komisch gewesen. Also ich habe den jüngsten Mittäter habe ich schon vor der eigentlichen Verhandlung kennengelernt, vor der U-Haft, beim Haftrichter war er auch. Und ich habe dann auch erst mitgekriegt, der war zu dem Zeitpunkt, als wir verhaftet wurden, 21. Das heißt, mit 17 hat er mit uns zusammen angefangen,
Wall Street Market zu machen. Und ihr wusstet nicht, dass er 17 ist? Nein. Der Typ, also ich hatte den geschätzt, ne? Du machst dir ja deine Bilder vom Schreiben auch. Ja. Und ich denke auch, das hört sich jetzt komisch an, aber es hat sich auch irgendwie so eine Art Freundschaft entwickelt. Weil du kannst auch über Schreiben so irgendwie, glaube ich, schon einschätzen, wie ein Typ drauf ist. So. Mhm. Aber dass er 17 war, hat mich komplett geschockt. Und der hat mir auch übertrieben leid getan. Ich meine, wir sind alle selber schuld, ne? Ja. Aber 17 Jahre und dieser Mensch hat so ein Talent, was Coding angeht. Es ist krass einfach. Ja. Okay, aber jetzt nochmal, warte mal. Du lernst die vor Gericht kennen. Ja. Vorher machst du mit denen ein riesiges Business. Wir können ja vielleicht mal ganz kurz sagen, wie viele Millionen Bitcoin hast du abgegeben? Wie viele Millionen Euro in Bitcoin hast du abgegeben? Also ich persönlich habe abgegeben, wir haben es ausgerechnet, dann der Kurs war sehr volatil damals, mhm. aber zum Urteil waren meine Bitcoins 30 Millionen Euro wert. 30 Millionen? Ja. Du hast ein Business aufgebaut, wo dein Anteil 30 Millionen sind. Ja. Wie viel habt ihr denn insgesamt gemacht? Also ich kann dir sagen... 100 Millionen? 100 Millionen, ja, ist ziemlich genau. Also das Land NRW hat letztes Jahr die Bitcoins aus unserem Bast veräußert. Ich muss aufhören mit YouTube. Ja. 100 Millionen? Ja. Nee, aber weißt du, worauf ich hinaus wollte? 100 Millionen, ihr chattet, keine Stimme, ja. nie gesehen, kein WhatsApp. Du hast ein Business aufgebaut, wo 100 Millionen rauskamen. Das war ja der Profit sozusagen. Ja. Und du hast diese Menschen noch nie gesehen. Hast du nicht Angst gehabt im Prozess, dass einer von denen BKA, Interpol oder irgendwie sowas? Du meinst, während wir den Marktplatz ja, hatten? Ja, also dass das mal, schon die ganze Zeit ja, so eine verschleierte Ermittlung ist oder... Ich habe mir keine Gedanken gemacht damals über sowas. Ich dachte wirklich, richtig dumm und naiv, dieses Drogenthema, natürlich, ich bin ja nicht dumm, ne? Wir alle sind nicht blöd, wir wissen, Drogen sind nicht legal. Aber ich habe mir das zurechtgelegt, für mich, ich habe das technisch gesehen, Drogen habe ich da hinten abgespeichert in irgendeinen Schrank zu und dann hast du wirklich nur Technik, Business. Und ich dachte niemals, als sie uns verhaftet haben und ich lese irgendwie so BKA, Europol, FBI, ich dachte so damals, sag mal, das hätte auch klingen können so. Ja, okay. Ja? Mhm. Ich habe mir nie so Gedanken gemacht, sehe ich jetzt ein bisschen anders. Glaubst du, die haben dich vorher beschattet, LKWs in der Straße die stehen? Die haben uns beschattet, ja, ja. Also die haben komplett das Programm gemacht. Also alles, was wir kennen aus FBI-Filmen, ist bei dir wirklich passiert, aber du hast es auch nicht gesehen. Nein, die haben komplette Telekommunikationsüberwachung gemacht, bei mir, bei meiner Oma sogar, bei meiner Freundin. Ehrliche Frage, glaubst du, dass wir jetzt gerade abgehört werden? Ja, also ich kann mir gut vorstellen, wenn ich BKA-Beamter wäre und ich noch draußen wäre, würde ich mich abhören. Ja, 100%. Also ist ja klar. Ne? Ich jetzt aus jedem Security am Airport rausgezogen werde, dann bin dann ich Martin, schon, vielen Dank dafür. Gerne. Okay, für mich ist das, muss ich ehrlich sagen, das ist unvorstellbar. Du hast ein Business aufgebaut mit 100 Millionen Euro oder ungefähr Profit. Ihr seid zu dritt. Also es ist ein Split von 30 Millionen each. Man kennt diese Person nicht, man kennt die Stimme nicht. Was ist das für ein Gefühl, wenn du diese Leute da jetzt siehst? Also habt ihr euch begrüßt? Habt ihr euch gehasst? Nein. Also wir haben uns begrüßt auch und diese Prozesse... Hey, was geht? Ja gut, am Anfang war es mega wirr, da hast du auch nichts geredet, ne? The One, ich bin der und so weiter. Ja, ja, das ist jetzt lustig. Jimmy Four. Ja, aber das war wirklich so... Ich kann es gar nicht beschreiben, weil es so ein komischer Moment ist, weil du baust dir natürlich in deinem Hirn irgendwie so... Baust du dir diese Menschen zusammen und hast da so ein gewisses Bild. Und das ist natürlich ganz anders. Es ist ganz anders. Ganz anders, ne? So die ersten Verhandlungstage, man ist mit sich selber beschäftigt, das ist ja auch wirklich, zerrt auch an der Psyche irgendwie so ein Verhandlungstag immer. Ne? Du hast aber auch zum Beispiel Verhandlungsmittagspause und dann redest du natürlich auch mit den Jungs. Ja. Ne? Und wir haben uns eigentlich gut verstanden. Jetzt haben wir nicht viel Kontakt, das liegt aber auch daran, dass natürlich jeder so sein eigenes Päckchen zu tragen hat. Ihr dürftet Kontakt haben? Wir dürfen wieder Kontakt haben, seit dem Urteil dürfen wir wieder Kontakt haben. Davor nicht, aber dürften wir wieder. Und ich, also bei mir persönlich, und ich habe auch bei den beiden anderen den Eindruck, ich wünsche denen nichts Schlechtes. Ich hoffe, dass die schnell durchkommen, so, dass die Haft klappt, so weit wie es geht und dass die so kurz wie möglich sitzen müssen. Ne? Glaubst du, ihr werdet in 10, 20 Jahren irgendwann mal zusammensitzen und sagen, was haben wir da eigentlich so ausgeheckt damals? Ja, ich würde das schon gern auch mal dann mit den beiden nochmal aufarbeiten, tatsächlich. Weil, ich finde wirklich, das ist wie ein Film. Ja, du musst dir ja auch überlegen, wir haben ja wirklich jahrelang zusammen da gearbeitet. Und wir hatten immer alle vollen Zugriff auf die ganzen Bitcoins. Und keiner hat den Move gemacht und geklaut. Und du hättest ja einfach gehen können. Die kannten dich ja nicht. Ne? Was wir am Ende gemacht haben, nur halt... Der Exit-Scam. Ich gucke jetzt mal ganz kurz. Wir haben ja auch eine Fragerunde bei Instagram gemacht. Ob ich gerade eine Frage habe, die dazu noch passt.
Einer schreibt natürlich, wo sind die Bitcoins? Die habt ihr wirklich abgegeben. Ne? Die haben wir abgegeben, ja. Also es ist ähnlich wie mit dem Gold. Nee, es ist nicht wie mit dem Gold von Qatar. Das, glaube ich, ist verschwunden. Ihr habt es wirklich abgegeben. Wir haben es abgegeben. Sonst, was wäre passiert, wenn nicht? Also hättest du auch sagen können, nö, rück ich nicht raus. Ja. Dann? Die Rechner waren verschlüsselt, die hätten es auch nicht aufgekriegt. Dann wäre ich nicht aus U-Haft rausgekommen und dann wäre die Strafe natürlich deutlich höher gewesen. Ja? Und man muss sich nichts vormachen. Ich kriege das ja auch immer wieder, die Leute sagen, ich würde sitzen für so und so viele Millionen. Ja, es ist leicht gesagt. Ne? Das als erstes und als zweites, die Behörden sind nicht dumm. Die sehen in der Blockchain, das ist die Market Wallet, da sind die Bitcoins. Dann lässt du zu, bist 13 Jahre oder 12 Jahre drin, kommst raus, bewegst einen Euro, dann das geht gar nicht. Mhm. Ne? Auch, also, du glaubst auch, wenn du rauskommst, die werden dich bis ans Ende deiner Tage verfolgen. Ich weiß nicht, ob die mich verfolgen werden, aber die werden schon ein Auge drauf halten, denke ich. Ich weiß auch, guck mal, für mich ist das Thema durch, ich werde sowas nie wieder machen, aber wenn ich ein Beamter wäre, würde ich schon gucken. Ne? Ist ja klar. Es gibt ja Beispiele, die es einfach direkt nochmal gemacht haben. Das finde ich sehr spannend, hat jemand gefragt. Nachdem, es ist ja alles sehr öffentlich gewesen, ne? Ja. Du selber hast angefangen, deine Marke aufzubauen, du warst bei Tim Gabel schon, du warst bei Tomatolix im Video, bei vielen anderen. Gab es Angebote, gab es kriminelle Angebote, die an dich gerichtet wurden? So nach dem Motto, hey Martin, du hast extreme Skills, ich will dich gerne rekrutieren für was? Ja. Gab es wirklich? Ja, tatsächlich. Also ich habe auch tatsächlich, haben mir viele aus der Szene geschrieben. Zwei, drei Sachen gemacht, sagst du jetzt. Nein. Ich habe da tatsächlich auch. Läuft noch. Also, Entschuldigung. Nee, ich habe auch tatsächlich von ein paar Nachrichten gekriegt aus der Szene, die sagen, komm, ich zahle dir Bitcoins, zeig mir mal und so. Wie man hackt. Wie man oder hackt, wie man Marktplatz macht. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr den Source Code noch? Und so. Aber ist für mich keine Option. Und zweitens frage ich mich, Digga, die schreiben mir auf Instagram. So, schreiben dir wirklich auf bei Instagram, jo ja. Martin, hab deine Story verfolgt, ja. Lass uns mal ein Ding drehen. Also tatsächlich, das war auch in U-Haft schon so, als es in U-Haft rauskam, kamen die Leute am Zettel zugesteckt. Aber vielleicht, ich sag jetzt mal so, ähnliche Naivität, wie ihr anfangs hattet. Ja. Weil man denkt so, du sagst ja auch, du siehst das BKA, Interpol und so weiter, man denkt gar nicht, dass so groß ermittelt wird. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Dass so ein Fass aufgemacht wird. Ja, weil alles gemütlich ist. Du bist zu Hause, in deinem Kinderzimmer oder in deinem Büro, vorm Rechner, fühlt sich nicht kriminell an. Fühlt sich nicht kriminell an. Ich vergleiche das immer, auch in meinen Vorträgen, mit so einem Drohnenpiloten. Der sitzt in Rammstein, hat da seinen Joystick, drückt drauf, 10 Leute tot. Gebt denen diese 10 Leute und eine Knarre, der wird nicht abdrücken können. Obwohl das ist ein gutes Beispiel. Das Ergebnis ist aber dasselbe. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und das ist das Gefährliche so an Cybercrime generell. Das ist einfach. Was würdest du sagen, wenn jetzt jemand sich das Thema anguckt, wenn er sich jetzt für das Darknet interessiert und so weiter? Wie gefährlich ist es wirklich, dort unterwegs zu sein? Ich habe ein paar Fragen bekommen, Leute sagen, ja, aber wenn man da reingeht, kriegt man dann direkt Viren, ja. Sind Hacker hinter mir her, weil, ich sage es jetzt auch mal so, es gibt ja auch viele Videos mittlerweile, wo Leute aus dem Darknet so ein riesiges Horrorparadies machen. Ja. Ja, wir haben vorhin schon drüber geredet, ja. Im Main-Video. Ich habe mir Psycho-Clown nach Hause bestellt. Ich habe neulich ein Video gesehen, es hat wirklich 11 Millionen Klicks gehabt. Horror-Mother im Darknet bestellt. Zwei Jungs sind so zu Hause. So eine Zombie-Mutter kommt durch die Tür, fängt an, für die zu kochen. Die beiden Jungs, oh, what is she doing? Yeah, she's cooking, bla bla bla. Also wie gefährlich ist es wirklich und wie viel Show ist das, was aus dem Darknet gemacht wird? Ja, also das, was so im Mainstream aus dem Darknet gemacht wird, ist eigentlich komplett Show. Also gerade solche Videos, alles staged. Ne? Und natürlich ist es auch in der Presse so, man will Views, man will Klicks, was zieht? Horror, Auftragsmord, ne? So Hunger Games im Darknet. Ja, genau, Hunger Games. Also jemand kauft sozusagen dieses Schauspiel, wo er dann sehen kann, wie Leute sich ermorden, um am Ende irgendwie Geld zu gewinnen. Ja, genau. Und das ist, ich finde es mega schade, weil im Mainstream ist das Darknet, ich merke das auch, wenn ich mit Leuten schreibe, richtig negativ behaftet. Ich würde sagen zu 99%. Also das einzige Video, was ich gesehen habe, wo jemand die andere Seite mit beleuchtet. Also ich weiß, Tomatolix hat es, glaube ich, in 1 bis 2 Sätzen gemacht. Aber wir haben neulich mal das Video von Mois geguckt. Ja. Genau, der hat auch ein Video gemacht, so Selbstexperiment Darknet. Er hat das, würde ich sagen, mit als einziger... Ich habe das auch gesehen von Mois, richtig Ehre, fand ich richtig gut. Ja, weil das von beiden Seiten beleuchtet genau, hat. Genau, so. Genau. Und das ist halt das, ne? Weil das Darknet ist nicht schlecht, das ist nicht gut. Sondern es ist erstmal ein Instrument, der Tor-Browser, um Menschen zu anonymisieren. Und ob es jetzt gut oder schlecht ist, kommt ja drauf an, was wir draus machen. Ne? Für viele Leute ist es extrem wichtig, Journalisten, Whistleblower und so weiter. Facebook zum Beispiel ist eine der meistbesuchten Webseiten im Darknet, weil das in manchen Ländern einfach geblockt wird. Und du kannst das im Darknet nicht blocken. Ne? Das also, ich finde nach wie vor ein wichtiges Werkzeug. Und auch Anonymität. Und das ist was, wo mich richtig nervt. Die Gesellschaft geht immer mehr dahin und auch Behörden und so, dass man Anonymität mit Kriminalität gleichsetzt.
Und das finde ich echt schwierig. So nach dem Motto, du gibst deine Daten nicht an, du tust so, als wärst du wer anders, du machst irgendwas Illegales. Ja, guck mal, jetzt frag jemanden auf der Straße, der nutzt den Tor-Browser, was denkst du, was der macht? Die werden dir sagen, der ist kriminell. Mhm. Weißt du? Weil alles, ich glaube, immer wenn das Thema Darknet, Dark Web und so weiter auftaucht, du hast immer diese dunkle Musik. Immer. Du hast immer diese Matrix-Grafiken. Genau. Du hast immer die Kapuze. Ja. Du hast immer Hacking, Coding, genau. Ein Clownsgesicht, ein 404-Error und so. Also es ist immer das gleiche Wort, Iconfeld sozusagen, was auftaucht. Ich glaube, das ist bei den Leuten im Kopf. Ja, und bei den Leuten ist auch im Kopf so, ich gehe da rein und wie du gerade gesagt hast, ich habe direkt ein Virus. Ne? Mhm. So ist halt auch Quatsch. Im Darknet, ich glaube sogar, dass es andersrum ist, weil die Leute da mehr Respekt haben und vorsichtiger sind. Ne? Es gelten dieselben Regeln wie im Clearnet. Die Leute, die sagen so, hey, im Darknet, ich krieg direkt ein Virus, die gehen aber im Clearnet, laden jeden Scheiß runter und sind dann infected mit irgendwie Malware, ne? Oder Ransomware oder whatever. Deswegen, es gelten halt dieselben Regeln einfach. Aber jetzt fällt mir gerade was auf. Ich habe ja letzte Woche selber das runtergeladen und habe diesen Prozess durchlebt. Ja. So, jetzt haben wir ja drüber geredet, diese URLs immer so ABC, 123.onion und so weiter. Aber wenn doch die Polizei, BKA, Interpol und so weiter, die sind ja auch im Dark Web unterwegs. Ja. Warum dann überhaupt noch diese ganze Verschlüsselung der URLs und so weiter? Also macht es nicht auch so ein bisschen der Rahmen des Darknets, dass man diesen Vibe von illegal hat? Weil du kannst ja nicht ins Dark, also du lädst ja nicht Tor runter und gibst ein www, ich meine, wie hieß nochmal die Suchmaschine? Torch. Ja. Genau, gehst auf die Torch-Maschine, dann gibst du ja dort nicht irgendwie ein, wie kann ich Zeitung kontaktieren oder irgendwie sowas. Es ist ja doch immer über 3-4 Ecken, dass du klickst. Du musst, ja, es gibt auch im Clearnet, gibt es Linksammlungen, auch Hidden Wiki ist zum Beispiel, was ein ganz bekanntes. Aber du musst schon wissen, du musst die Domain schon wissen. Warum? Was glaubst du? Warum gibt Tor nicht von sich aus an? Ich meine, wenn ich jetzt Browser runterlade, dann komme ich ja auch auf die Suchmaschinen, dann bin ich auf Google und so. Warum leitet ein Tor nicht beispielsweise vielleicht auch auf legale Seiten, auf die positiven Seiten des Darknets? Ja, aber das ist ja genau das, was ich meine. Tor leitet weder auf negativ noch auf positiv, sondern du musst halt, das ist halt so, ne, im Tor-Netzwerk. Da geht es um Anonymität und wie wir es nutzen, ist uns überlassen. Und du musst halt die Domains kennen. Ne? Und klar, überall da, anonymer Raum geschaffen wird, das wird immer so sein, dass das Kriminelle für sich nutzen. Ne, immer. Das sehen wir beim Tor-Netzwerk, das sehen wir bei Telegram zum Beispiel. Klar. Das sehen wir, aber wir sehen zum Beispiel so Handel. Ich meine, Michael Wendler macht das da sogar legal. Also der macht illegale Sachen sogar unter seinem echten Namen. Dann, ne? Ja. Aber wir sehen zum Beispiel auch, da reden ganz wenige drüber, dass auf Instagram mit Drugs gehandelt wird. Mhm. Ne? Deswegen, ich finde klar, immer mit Respekt irgendwie rangehen und wenn du dich auf Crap-Seiten irgendwie rumtreibst und da Kacke runterlädst, kann es gut sein, dass du irgendwie infected wirst. Ne? Mhm. Aber Leute, die Viren spreaden wollen, verteilen, die machen das eher am Clearnet, weil du natürlich ein höheres Publikum hast, viel mehr Menschen. Wenn du jetzt an Botnet denkst zum Beispiel, willst du es ja so weit wie möglich spreaden, deine Bots, ne? So deine Excel, deine Datei. Und das machst du im Clearnet oder über File-Sharing. Ich muss ehrlich sagen, als ich so im Forum war, in diesem Dread-Forum und da auch so ein bisschen gelesen habe, mich hat das alles so an Börse, an Wars. Damals, kennst du diese Seiten noch? Ja. Das waren so die Seiten, wo ich damals unterwegs Börse war. Börse kenne ich noch. Börse BZ, so du hast das erste Mal Sony Vegas gecrackt und genau. So weiter. Darf man das sagen? Ja. Das waren so meine Erfahrungen. Ich war auch in dieser Szene unterwegs vorher. Oh. Ich glaube, viele, die ins Kriminelle rutschen, Internetkriminalität, kommen aus dem Wars-Bereich. Weil du dir als Jugendlicher natürlich, also bei uns in der Generation war das ja so, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Wir haben alle gecrackt und dann haben wir Software runtergeladen. Und dann entwickelst du so eine Affinität. Mhm. Und darüber ist es nicht mehr weit zu Fraud und dann ist es. Und bei mir war es dann nicht mehr weit zu Wall Street Market und Haft im Endeffekt. Jetzt wartest du gerade im Endeffekt darauf, dass du einen Brief bekommst. Ja. Du weißt, dass du auf jeden Fall ins Gefängnis gehst. Ja. Wie gehst du mit der Situation um? Also was ist so, hast du dir, weil ich habe schon das Gefühl, muss ich ehrlich sagen, ich meine, keiner, glaube ich, kann drüber reden, wenn das nicht am eigenen Leib erfährt. Ne, alle können immer viel sagen, also wenn ich jetzt 3 oder 5 Jahre ins Gefängnis gehen würde, würde ich das und das machen. Aber bei dir habe ich jetzt schon das Gefühl, ich meine, du bist schon ein paar Stunden hier, wir haben geredet. Ich glaube, du hast einen guten Plan für dich. Ja. Ne, also alles sehr gefestigt. Wie machst du das? Ich meine, das ist ja schon krass. Die Leute klopfen bei dir, die nehmen dich fest. Also guck mal, ich sag mal so, ich hatte auch wirklich. Du musst dir vorstellen, 23. April 2019 war die Verhaftung. Der Prozess ist zu Ende gegangen im
Ende Juni 2021 und jetzt war, ich weiß die Strafe da. Das war so das Erste, ne? Als diese Strafe kam, 7 Jahre, 9 Monate, ging es mir schlagartig besser. Wie hast du die bekommen? Sitzt du im Gericht oder kriegst du einen Brief? Du sitzt im Gericht. Letzter Verhandlungstag, dann ist Urteilsverkündung. Und du sitzt da und der Richter oder die Richterin sagt, 7 Jahre. Ja, und da läuft es so. Normalerweise ist ein Prozesstag, der läuft, das Gericht kommt rein, du stehst auf, der Richter sagt, bitte setzen und dann geht's los. Ne? Ich war auch schon mal im Gericht. Ja, und an dem Tag ist es anders gewesen. Das Gericht kommt rein. Und der Vorsitzende sagt nicht setzen, sondern der fängt direkt an, das Urteil zu lesen. Sagt hier, Martin Frost kriegt 7 Jahre, 9 Monate wegen Drogenhandel und Untreue. Und dann der nächste. Und dann setzt du dich hin und dann wird bei uns war es eine Dreiviertelstunde diese mündliche Begründung vorgelesen. Für mich war es wirklich so, als ich da stand und diese 7 Jahre, 9 Monate gekriegt hat, das war genau das, was die Staatsanwaltschaft gefordert hat. War das wie wenn du mit einem Baseballschläger irgendwie eins drüber zimmerst. Ne? Und ich habe auch diese Stunde, Dreiviertelstunde danach von dieser Urteilsbegründung nichts mitgekriegt. Also ich weiß, er hat gesprochen so, aber es ist einfach nicht in meinen Kopf rein. Saßen die anderen beiden da? Ja. Was haben die bekommen? 6 Jahre, 3 Monate und 5 Jahre, 3 Monate. Bei mir war es aber so, dass ich dann, am selben Tag ging es mir auf einmal, habe ich gemerkt, mir geht's besser, weil du eine Hausnummer hast. Und davor ist immer dieses Damoklesschwert über dir, was kriegst du jetzt? Hoffnung, keine Hoffnung, du wechselst so, ne? Und da hatte ich auch wirklich eine Zeit, wo es mir echt schlecht ging psychisch. Und ich habe da aber auch für mich so, hätte ich vorher niemals gemacht, Achtsamkeit entdeckt, ne? Achtsamkeitsübungen. Und mittlerweile ist es so, ich habe für mich akzeptiert, dass ich eine Strafe verdiene, auch eine Haftstrafe. Ne? Es sind jetzt halt, natürlich würde ich mir weniger wünschen, aber ich bin selber schuld und ich will jetzt das Beste einfach draus machen. So das Mindset habe ich mir angeeignet, dass ja alles auch wieder eine Chance, in Zukunft was besser zu machen. Ne? So, und damit geht es mir eigentlich ganz gut. Was ist dein Plan, wenn du jetzt den Brief bekommst, dann wirst du innerhalb der nächsten 2 bis 4 Wochen rein müssen. Ja. Was hast du vor? Wie willst du diese Jahre nutzen? Also es ist so, dass ich natürlich jetzt auch draußen wieder mich neuen Sachen gewidmet habe. Das wird dann auch weitergeführt. Ne? Es wird auch auf Social Media immer noch was kommen. Das macht mein bester Freund dann, der Dennis. Und ich bin jetzt am Buch dran. Das sind 2 Teile. Der erste Teil ist eher so Darknet, Wall Street Market. Der zweite dreht sich dann wirklich über Mindset. Das werde ich aber im Knast schreiben. Und dieses Buch wird, ich will da gar nicht so viel spoilern, wird die Leute eine Weile beschäftigen. Nicht nur vom Text, auch wenn ich drin bin, hoffe ich. Also du willst schon, das finde ich auch mega gut und ich habe es ja auch in den letzten Wochen so beobachtet, also du willst schon mit diesem Thema Darknet auch weiter so mit deiner Person, sage ich mal, in Verbindung gebracht werden. Ja. Du willst aufklären, du willst Präventionsarbeit machen, du bist an Schulen, wir haben es vorhin auch schon mal kurz gesagt. Genau. Und den Leuten auch so ein bisschen zeigen, hey, guck mal, das sind die Gefahren und das sind vielleicht aber auch die positiven Seiten. Richtig, daran. Ich will da einfach auch aufklären, ne? Ich gehe ja jetzt schon an Schulen und klar, ne, du musst dir dann immer anhören, ja, du machst es, um deine Strafe runterzukriegen, spielt gar keine Rolle mehr beim BGH sowas, da geht es nur um Rechtsfehler. Das möchte ich schon weitermachen und ich sag's dir ganz ehrlich, ich muss jetzt auch das Beste aus meiner Situation machen. Ne? Und das Beste für mich, was ich gerade sehe, ist, dass ich habe da Know-how so, und ich kann dieses Know-how nutzen für, mache ich heute auch schon, Firmenberaten, Cybersecurity, Prävention, Aufklärung. Und natürlich erhoffe ich mir dann später auch, dass ich in die Richtung weitermachen kann nach dem Knast. Ja. Dass also, du auch, sag ich mal, wenn du rauskommst, dann die Marke Martin Frost immer noch da ist und du auch weiterhin über das Thema redest. Ich meine, ich finde es sowieso super spannend, weil ich glaube, viele in deiner Situation, ganz ehrlich, wären einfach zusammengebrochen. Ja, wir wären vielleicht auch einfach in der Apathie, könnten vielleicht auch gar nichts mehr machen, würden sagen, ey, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was passiert. Ich habe das Gefühl, du bist da echt gefestigt, auch weil du da wahrscheinlich deine Methoden für dich gefunden hast und nimmst ja Leute mit auf, wie blöd es jetzt klingt, eine Reise sozusagen. Ja, und mir schreiben auch viele, die auch Probleme haben und so Probleme und Sorgen sind ja was brutal Subjektives. Ne? Mhm. Dich beschäftigt jetzt was, wo für mich objektiv vielleicht halb so wild ist, voll arg und das muss man dann ja auch ernst nehmen. Ne? Mhm. Das ist ja wirklich so ein Gefühlsding und ich hatte auch richtig, richtig schlimme Wochen, also wirklich richtig schlimm, wo ich mir gedacht habe, lieber beide Beine gebrochen oder sowas. Ne? Aber ich bin rausgekommen und ich merke auch, dass viele Leute sowas auch interessiert. Ne? Wie stehst du irgendwie wieder auf, wenn du fällst? Ich glaube, dass ich auch in die Richtung einigen vielleicht ein bisschen helfen kann, ein paar Tipps an die Hand geben und sagen, hey, komm Kumpel, du lernst auch aus Fehlern, wenn du auf die Fresse fällst, geht's weiter. Definitiv. Ja. Ja, cool. Martin, ich will es gar nicht unnötig jetzt in die Länge ziehen. Ich glaube, ich habe jetzt auch extra über diese ganze Verhaftung und so jetzt mal keine so vielen Fragen gestellt, weil ich glaube, das hast du schon sehr, sehr oft erzählt. Ja. Wo würdest du sagen, in welchem Interview findet man das so am besten? Das von Tim Gabel? Oder gibt es eins, wo wirklich gerade das so im Fokus stand? Also wenn man sich wirklich so ein Bild von der Verhaftung so machen will, würde ich die Jinke Crime-Doku angucken. Mhm. Da wurde das auch wirklich illustriert und durchgespielt. Da war ich mit Jenke auch tatsächlich vor dieser Garage. Ja. Da wird es ganz gut gezeigt und das
Das kannst du kostenlos gucken auf der ProSieben-Webseite oder auf Join. Ja, wir also gucken mal, dann verlinken wir das unten drunter, weil ich kenne das selber so, man will jetzt auch nicht immer alles 100 Mal oder so erzählen. Genau. Deshalb wollte ich auch mal ein paar andere Fragen stellen und ich finde es super spannend. Also ich selber werde mich weiter auf jeden Fall damit beschäftigen. Ich meine, wir bleiben auch in Kontakt, bleiben da auf jeden Fall dran an dieser Geschichte. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ich glaube, du bist ja selber auf Social Media sehr aktiv, verlinken dich natürlich auch, deinen YouTube-Kanal, Instagram. Könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, vielleicht guckst du auch mal rein, kannst ein, zwei Sachen beantworten. Gerne, natürlich. Und ansonsten sage ich vielen, vielen Dank, Martin, dass du heute echt dir den ganzen Sonntag hier Zeit genommen hast. Ja, wirklich in zwei Videos mit dabei. Gebt gerne ein Like, wenn euch das Ganze gefallen hat, Leute, abonniert den Kanal. Ansonsten kommen hier bald wahrscheinlich sogar etwas lustigere Streaming-Highlights, aber das finde ich einfach auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Coole Abwechslung. Wir hören uns.